Mein Name ist Julian Geifeld, ich komme aus Köln, bin jetzt 25 Jahre und als IPE-Coach tätig, jetzt seit knapp einem Jahr. Ich bin damals darauf gekommen, weil ein derzeitiges Mitglied schon, der auch schon langjährig am Praktizieren ist, das vorgestellt hat beim Bund der Deutschen Nachhilfeschulen. Ich als Inhaber einer Nachhilfeschule habe dann gesagt, okay, das könnte für mich passen, weil einfach typische Themen sind, fehlende Motivation, dass die Kinder nicht wissen, wie man lernt. Habe ich mich da weiterführend informiert und habe dann gesagt, okay, ja, das passt wunderbar zu dem, was ich mache und habe mich dann auch angemeldet und die Ausbildung angefangen. Also ich habe jetzt auch schon häufig Methoden angewandt bei Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ein ganz typisches Thema war Selbstbewusstsein. Da habe ich zum Beispiel Techniken wie die Traumreisen habe ich angewandt. Blockadenlösung ganz klassisch, EFT und EHT. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, einfach weil Kinder meistens relativ genau wissen, was sie stört und wo das Problem liegt. Meistens ist das Problem ja, dass die Eltern es nicht wissen, aber die Kinder können das sehr gut sagen. Und wenn mir ein Kind sagt, dass es zum Beispiel geärgert wird in der Schule oder einfach so eine panische Angst vor der Mathe-Klausur hat, dann denken die Eltern meistens, okay, das Kind kann sich nicht konzentrieren, das will nicht lernen, hat keine Lust. Aber im Endeffekt gibt es dann diese eine Blockade, die das Kind hemmt, wirklich dann zu lernen. Und vor allem in dem jüngeren Alter ist es so, dass die Kinder es gerne möchten es gerne. Einfach, wer möchte nicht gerne erfolgreich sein in der Schule? Und wer hat immer Lust auf schlechte Noten? Keiner. Und wenn man dann den Rapport aufgebaut hat und eben dann diese Blockaden löst, dann ist das ganz erstaunlich, wie das bei den Kindern auch wirkt. Und wenn man im Nachhinein auch noch die Stimmen der Eltern hört und die Kinder, die nochmal vorbeikommen, sagen, super, ich habe keine Angst mehr vor Mathematik, dann kann ich sagen, das ist einfach genau das, was ich dann auch gerne machen möchte, um den Kindern zu helfen. Was man ganz deutlich herausstellen kann, ist einfach, dass die Seminare von Daniel Leben. Es ist einfach so, dass er es schafft, den Teilnehmern seine Ansichten zu vermitteln. Bei anderen habe ich oft das Gefühl gehabt, okay, es geht darum, so viele wie möglich in einen Raum zu bekommen, das Geld abzugreifen und zu sagen, okay, Leute, nach zwei, drei Tagen seid ihr Coach. So, ist kein geschützter Begriff, hier wird es aber ganz anders gemacht. Man hat zum einen die Methoden, die man erlernt, die aber auch sehr praktisch anwendet, was mir sehr gut gefällt. Zum anderen aber auch Tipps und Tricks bekommen, wie reagiere ich dann in einer Situation, wenn ich wirklich mal einem Kind oder einem Elternteil gegenüber sitze, weil dann erst die Nervosität ankommt. Und wenn man dann aber schon bestimmte Vorgaben hat, an denen man sich orientieren kann, und die gibt er sehr gut rüber, vermittelt er sehr gut, dann klappt das auch einfach viel besser. Wichtig ist beim Daniel, dass man ihm das abkauft. Er ist sehr authentisch, er macht das, weil er auch den Kindern helfen möchte. Das ist meine Erfahrung, mein Eindruck. Und auch die Coaches, die das hier lernen, haben alle die gleiche Motivation. Ich habe keinen kennengelernt, der sagt, ich mache das jetzt nur wegen des Geldes, sondern ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, ich möchte den Kindern helfen. Ich möchte meinen Kindern helfen oder bestimmte Zielgruppen schon haben. Der Daniel macht vieles ähnlich oder benutzt auch, zum Beispiel, wenn man reinkommt, es geht darum, einfach, man wird am Anfang gefragt, wie geht's dir? Man fühlt sich aufgenommen. Jeder kann immer seine Fragen stellen, das ist mir sehr wichtig. Also wenn ich sage, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, Daniel, wie war das? Dann ist das nicht so, dass man dann den Zeitdruck hat und sagt, nee, das wiederhole ich nicht nochmal, sondern es wird nochmal beantwortet. Und dann später in den Übungsphasen einfach nochmal geprobt. Zum anderen habe ich auch schon oft ihn einfach so mal gefragt, hier, wie sieht das aus, wie reagiere ich in der Situation XY, wenn der Kunde, der Coach vor mir steht und ich sage, der wird gemobbt und ich denke, oh, das war jetzt ein ernstes Thema. Mit welchen Methoden gehe ich an das Thema ran? Und dann unterstützt er einen dann auch. Man ist also nicht alleine gelassen, man wird komplett über die Schulung begleitet, auch danach. Und durch dieses, was ich schon gesagt habe, durch dieses authentische Herüberbringen von den Informationen und den Techniken, ist man halt begeistert davon. Das meinte ich damit, wie dass auch diese Schulung von Daniel Leben. Man fühlt sich mitgenommen, man fühlt sich gut aufgehoben, man vertraut auch, man hat eine wahnsinnige Verbindung, die man zu ihm aufbaut, und das macht ihn einfach aus und das macht auch die IPE einfach so interessant. Dass man nicht sagt, da ist jemand, der vorne rumläuft, der ist völlig unnahbar, fühlt sich wie sonst was. Und das hat man eben nicht, dieses Gefühl, man fühlt sich gut aufgehoben. Das macht den IP aus und deswegen bin ich auch immer weiter dabei geblieben und habe gesagt, jetzt sitze ich hier. Ja, genau.